Hallo, meine lieben Ananöschen, und willkommen zurück bei Eldaria. Wir sind immer noch in Episode 11, ein legendärer Besucher. Ich sehe gerade, dass mein Skarnis zurückgekehrt ist. Und ich möchte den Gefährten immer noch nicht haben. So. Womit hatte es geendet? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Nevra wollte irgendwas von Karen und sie sagt jetzt, lass mich nachdenken, nein. Dass sie geht? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir machen trotzdem weiter. Ah, oder wollte Ezreal irgendwas? Naja. Die Mädchen ließen sich neben mir nieder und wir unterhielten uns ein wenig über dieses und jenes. Karen griff meinen Arm und zog mich ein Stück von den anderen weg. Psst, Fuli, ist bei dir alles okay? Ja, wieso? Ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie komisch. Einfach unwohl. Ich nahm sie beiseite und überließ die Arme Alayea kurzzeitig Ezreals dämonischen Scherzen. Ich habe mir vorhin einen bösen Schnitzer geleistet, im Gespräch mit Valkyrn. Ach was. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie die Jungs Anführer ihrer Garden geworden sind und... Natürlich habe ich Valkyrn gefragt, wie das denn bei ihm gewesen war. Autsch, jemanden zu verlieren, der uns so viel bedeutet, das ist immer hart. Er hat jemanden verloren? Oh, hatte dir das nicht erzählt? Nein, wir haben gleich das Thema gewechselt. Das überrascht mich. Unterdessen bei einem Gespräch unter den Männern? Okay. Wir dürfen jetzt Nevra spielen. Alles klar. Du bist ja ungewöhnlich höflich, Wuli, gegenüber. Es ist denn schon so weit, dass sie deinem Charme bereits erlegen? Ist sie deinem Charme bereits erlegen? Ja und nein. Ja? Als wir von unserem Auftrag bei den Fenwangs zurückkehrten, bin ich ihr begegnet. Sie ist mir um den Hals gefallen. Ich finde das so witzig, wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven spielen dürfen. Ich nehme an, das hat dir gefallen. Es gibt keinen Mann in Eldaria, der zu so einer Umarmung Nein sagen würde. Hoffnungslose Fälle wie du sind von dieser Regel ausgenommen. Und was hast du nun vor? Ja, ich... Ich will es jetzt auch wissen. Och, ernsthaft? Wir kehrten zu Alayea zurück, die nunmehr ganz alleine war. Die Jungs waren in ein lebhaftes Gespräch vertieft und hatten sie einfach sitzen lassen. Oh, die arme Alayea. Leute, heute ist im Übrigen ein Nintendo Direct zu... Ach, Quatsch, nicht Nintendo Direct. Im Endeffekt ein Direct von Nintendo zu Animal Crossing auf YouTube hochgeladen worden. Ich weiß nicht, ob sie das auch bei Insta hochgeladen haben und bei Facebook. Wahrscheinlich ja. Solltet ihr euch in jedem Fall mal anschauen. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde Animal Crossing New Horizons spielen. Aber das werde ich hauptsächlich zu 99% privat spielen. Eventuell nehme ich euch am Anfang mal mit auf die Reise. Vielleicht zeige ich euch auch einfach irgendwann nur mal in einem kleinen Video zwischendurch, wie meine Insel so aussieht und so weiter. Das weiß ich noch nicht genau, je nachdem, wie viel Zeit ich an dem Tag habe. Denn... ja, eventuell mache ich auch früher Feierabend oder so. Mal schauen. Oh, Al, bitte entschuldige, dass wir einfach weggegangen sind. Ah, oh, schon okay. Die Jungs müssen irgendwelchen kleinen Kram bereden. Ich glaube, es geht um Mädchen. Ach. Ja, zumindest nehme ich es an. Bestimmt reden sie über meinen Patzer vorhin. Oder auch nicht. Als die Jungs einige Minuten später zu uns zurückkehrten, schien Nevra aus irgendeinem Grund peinlich berührt. Ich wusste nicht, worüber sie sich unterhalten hatten, wurde jedoch das Gefühl nicht los, dass es mich direkt betraf.
Ich werde mal vernünftig sein und auf mein Zimmer gehen. Ach nicht, auch wir haben gerade so viel Spaß. Ich muss mich morgen wieder um Huang Hua kümmern. Das sollte ich in Form sein. Dann gehe ich mal besser. Ich begleite dich. Na gut. Viel Spaß euch anderen noch. Eigentlich hätte jetzt noch irgendein dummer Kommentar von einem der anderen Jungs kommen müssen, oder? Wo geht's hier hin? Aus dem Gelände des Hauptquartiers, das hört sich gut an. Oh, er ist schon wieder da. Ich brauche mehr Würfel, Leute. Was ist das eigentlich? Amürbonbons. Süße, kleine Süßigkeit, die ihren paradiesischen Geschmack am anhänglichen Gefährten besonders zu schätzen wissen. Was ist das? Kakaobonbon. Aha. Okay. Das, ja. So. Damit wäre meine Dingsdies dann auch zu Ende. Meine, wie heißt denn das hier eigentlich? Energie. Meine Dingsdies, ihr habt es schon verstanden. Auf mein Zimmer. Und das ist sehr interessant, dass Nevra jetzt mitkommt. Irgendwie ist es seltsam, dass er mich in mein Zimmer bringt. Na denn, du kannst jederzeit bei mir klopfen, wenn du einen Albtraum hast. Nee. Ich sag dir das, weil ich's ernst meine, nicht um dich ins Bett zu kriegen. Karin hat mir erzählt, dass sie dich ab und an schreien hört. Was? Ihr Zimmer ist gleich neben deinem und die Wände hier sind nicht besonders dick. Also, solltest du mich brauchen, dann komm einfach vorbei. Als wir ins Hauptquartier kamen, hatte Karen selbst schlimme Nachtangst, also kenne ich mich damit ein bisschen aus. Nachdem er gegangen war, legte ich mich sofort schlafen und erwachte am nächsten Morgen schon ungewöhnlich früh. Na gut, wenn man früh schlafen geht. Nun, da ich angezogen und frisiert bin, sollte ich vor ihrem Zimmer auf Honghua warten. Als ich gerade mein Zimmer verlassen wollte, um auf Honghua und Feng Sifu zu warten, wie es sich gehörte, klopfte jemand an meine Tür. Doch vor meiner Tür war keiner. Dieser Moment hat sich nicht in deine Erinnerung eingebrannt. Du hast die Illustration verpasst. Seriously? Schön. Vielen Dank. Eigenartig. Ist mir vielleicht irgendetwas Wichtiges entgangen? Was hätte das denn jetzt für ein Bild sein sollen? Das fände ich jetzt mal sehr interessant zu wissen. Aber man kann ja nicht alles wissen. Also, naja. Vor den Gästezimmern blieb ich stehen. Ich musste nicht lange warten. 10 Minuten später trat sie fertig zurechtgemacht auf den Gang heraus. Guten Morgen, Wuli. Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Ausgezeichnet. Sif ist schon vorgegangen, um unser Essen zu bestellen. Wir müssen nur noch in die Kantine. Wir machten uns auf den Weg, um mit Feng Sifu zu frühstücken. Nach dem Frühstück blieb mir nichts anderes zu tun, als meine Gäste auf eine offizielle Besichtigung mitzunehmen. Wenn ich so drüber nachdenke, du hast ja gestern schon einen Großteil des Hauptquartiers kennengelernt. Was hältst du davon, wenn ich dir heute ein bisschen die Umgebung zeige? Oh, ja, ist klar. Natürlich nur, wenn Feng Sifu einverstanden ist. Um nichts in der Welt würde ich eure Sicherheit gefährden wollen. In Ordnung. Danke. Okay, besichtige die Umgebung des Hauptquartiers ist die nächste Aufgabe. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Das heißt, wir gehen in den Wald. Also, das hier ist das Außengelände des Hauptquartiers. Dort beginnt der Wald und da drüben geht's zum Strand. Wir können hinunter, wenn du magst. Oh ja, sehr gerne. Wie ging das nochmal? Hier, ja, Steintreppe, genau, da. Das hier ist der Strand. Chrome und ich haben einen kleinen Kahn benutzen müssen, um zum Boot hinauszufahren. Dem, das ihr verloren habt? Ja, wir haben ein Boot verloren und ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Und dennoch, es wird Zeit, dass Miiko den Hafen wieder aufbauen lässt. Ich verstehe ja ihr Bestreben, aus dem Hauptquartier eine schwer zugängliche Basis zu machen, die man nicht mal übers Meer erreichen kann, aber wirklich praktisch ist das in meinen Augen nicht. Da hast du wohl recht, meine Liebe. Gehen wir schon wieder zurück? Oder gehen wir irgendwo weiter nach hinten? Nein? Okay.
Und nu? Wo geht's nu hin? Oh, in den Wald? Ja. Durch diesen Wald hier wird die Garde sehr geschützt. Wenn ihr über diesen Weg hergekommen seid, ist euch sicher aufgefallen, dass es ab einem bestimmten Punkt keine definierten Pfade mehr gibt. Oh ja, dem Orakel sei Dank sind manche unserer Gefährten nicht zimperlich und haben ganze Arbeit geleistet, uns einen Weg durchs Gestrüpp zu schlagen. Dann nehme ich an, dass wir uns diesen Teil der Besichtigung sparen können? Definitiv. Okay, aber hier gibt's doch sonst nicht mehr. Ich denke, dann sind wir mit der Besichtigung durch. Vom Wald mal abgesehen, gibt's auf dem Außengelände des Hauptquartiers nicht zu viel zu sehen. Oh, das ist doch schon viel. Weißt du, unser Tempel lag sehr abgeschieden am Fuß eines Berges. In meinen Augen habt ihr großes Glück. Ein wunderschöner Wald, eine atemberaubende Sicht aufs Meer. Jeden Tag kannst du an den Klippen spazieren gehen und den Wind auf der Haut spüren. Natürlich kann ich mich über unseren Heimatort nicht beklagen, da ist es sehr ruhig und beschaulich. Vielleicht ein wenig zu sehr? Vielleicht, ja. Der Rest des Tages war schnell vergangen. Nach einem reichhaltigen Frühstück suchte Ikar uns auf, um uns mitzuteilen, dass die letzten Vorbereitungen getroffen worden waren und Miiko nach Huanghuas Anwesenheit verlangte. Nun denn, die Party ist vorbei und mein Aufenthalt hier ebenso. Oh nein, du gehst wieder? Ich mag dich sehr gern. Du bist irgendwie so eine Mischung aus Karen und Alaiea. Es wird Zeit, über das Schicksal unseres Schatzes zu entscheiden. Vor allem muss ich zwischen unseren beiden Völkern ein Bündnis geschlossen werden. Wuli, du bist doch nicht von dieser Welt. Möchtest du vielleicht an unserer Versammlung teilnehmen? Ich hätte gerne Außenstehende dabei. Pardon? Habt ihr denn völlig den Verstand? Sie hat doch keine Ahnung. Wie sollte sie sich zu irgendetwas eine Meinung bilden können? Dafür ist ihre Unwissenheit die beste Grundlage. Miiko wird das nie erlauben. Oh, dann lassen wir eben keine Wahl. Okay. Interessant. Also auch in den Kristallsaal, schätze ich. Wuli, danke dir vielmals, dass du dich um Huanghua gekümmert hast. Du kannst jetzt gehen. Huanghua hat mich gefragt, ob ich gerne an eurer Sitzung teilnehmen würde. Ich habe ja gesagt. Entsprechend meiner Erwartung machte Miiko ein Gesicht, als hätte ich ihr angekündigt, ich wolle von nun an Ramons Stelle als ihre Leibgarde fungieren. Ist auch geil. Tja. Huanghua? Wir brauchen sie. Sie ist objektiv. Objektiv? Wovon redest du da? Auf der einen Seite steht ihr die Mitglieder der Garde von El und auf der anderen wir, die Fenwangs. Ich glaube, dass sie in dieser Situation objektiver sein könnte als alle übrigen Versammelten. Alle kämpfen darum, ihr Stück vom Kuchen zu verteidigen. Sie hingegen erscheint mir unparteiisch, selbst euch gegenüber. Fuli ist ebenfalls Teil der Garde. Ja, aber vor allem ist sie ein Eindringling. Ich habe gerade Eindringling gelesen. Nein, ein Erdling. Ich gebe mich geschlagen. Im schlimmsten Fall treibt es den Keil zwischen uns. Super. Kurze Zeit später stießen die Jungs hinzu. Die Sitzung begann mit dem langweiligsten Gefasel, das man sich vorstellen konnte. Wie von Huanghua vorausgesagt, versuchte jede Partei, ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Vor allem Miiko schien die Sache sehr am Herzen zu liegen. Nach allem, was ich verstand, bestand schon länger ein Konflikt zwischen Miiko und der Königsfamilie, die über dem nördlichen Teil des Jadelands regierte. Ich kannte zwar die näheren Umstände nicht, konnte aber nicht umhin, die angespannte Stimmung zu bemerken, die Debatte von Minute zu Minute mehr entfachte. Ich bin sicher, dass wir noch eine bessere Lösung finden können als diese. Warum übergeben wir die Flöte nicht in die Obhut der Kappas? Sie verfügen über keinerlei Armee. Im Fall eines erneuten Angriffs würden wir die Flöte verlieren. Wir haben in Erwägung gezogen, sie euch zu überlassen. Aber nach allem, was ich gehört habe, hattet ihr in letzter Zeit selbst gewisse Schwierigkeiten. Ja, wir haben es derzeit mit einem Schnüffler zu tun, der durch unsere Räumlichkeiten schleicht wie eine kleine Ratte. Ist das der Mann, von dem du mir erzählt hast?
In der Tat, solange dieses Rätsel nicht gelöst ist, kann ich nicht gestatten, dass ein solcher Schatz im Hauptquartier aufbewahrt wird. Das ist nicht gegen euch gerichtet, es ist eine Frage der Sicherheit. Sie spricht von dem maskierten Mann ganz sicher. Und du, Wooly, was meinst du dazu? Was? Hongwa hat doch extra um deine Anwesenheit gebeten, dann solltest du auch deine Meinung dazu haben. Eine Meinung, okay. Ich weiß nicht, ob es ratsam ist, einzugreifen. Wenn ich offen sage, was ich denke, könnte ich mir schnell Ärger einhandeln. Meinem Gefühl nach hat Miiko in dieser Angelegenheit nicht wirklich was zu melden. Das letzte Wort haben die Finwangs. Sagen, was einem auf dem Herzen liegt, sich so kurz wie möglich fassen oder sich jeder Meinung enthalten. Das ist jetzt eine allgemeine Entscheidung wahrscheinlich, ne? Schwierig. Very schwierig. Ich bin eigentlich immer irgendwie dafür, zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Mache ich jetzt auch. Ich weiß nicht, was das für ein Konflikt ist, den du mit diesen Leuten austrägst, aber ich denke auch, dass er bei dieser Entscheidung außen vor bleiben sollte. Hä? Wer sollte außen vor bleiben? Es geht hier einzig und allein um die Sicherheit der Finwangs und ihres Schatzes. Wir, die Garde von El, sollten ihnen da nicht reinreden, sondern so objektiv wie möglich bleiben. In Anbetracht dieser Objektivität und den Aussagen von Huanghua, ja, wir können ihnen die Flöte anvertrauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir letzten Endes kein Mitspracherecht darüber, wo oder bei wem die Flöte verwahrt wird. Wir haben sie sichergestellt und sonst nichts. Gehören wird sie auf ewig den Finwangs. Die Entscheidung darüber, was mit ihr geschehen soll, obliegt also allein ihnen. Als Huanghuas Freundin kannst du ihr immer Ratschläge geben und ihr deine Meinung mitteilen, aber wenn sie ihre Entscheidung getroffen hat, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie zu unterstützen. Ups, ich glaube, ich habe zu lange geredet. Sie alle starren mich sprachlos an. Ich wusste gar nicht, dass du so weise sein kannst. Aber du hast ganz recht, auch wenn wir das Artefakt gefunden haben, sind wir nicht die rechtmäßigen Eigentümer. Ich überlasse also dir die Entscheidung. Nun denn, dann werden wir die Flöte der Königsfamilie des nördlichen Ladelandes übergeben, bis unser Dorf und unser Tempel wieder aufgebaut sind. Ist gut, ich werde euch Männer schicken, die euch beim Wiederaufbau unterstützen. Dazu bist du nicht verpflichtet. Das oberste Ziel der Garde ist es, denen zu helfen, die in Not sind. Und ich kann unmöglich tatenlos herumsitzen, wenn eine Freundin von mir Unterstützung benötigt. Ich danke dir. Also war es ganz gut, was ich gewählt habe, schätze ich. Feng Cifu, im Gegenzug für unsere Hilfe würde ich gern eure Dienste als Lehrmeister in Anspruch nehmen. Einige Mitglieder unserer Garde benötigen dringend eine strategische Ausbildung und ich habe gehört, dass ihr da der richtige Ansprechpartner seid. Ich würde tun, was immer Honghua beliebt. Ausgezeichnet! Dann müssen wir nur noch die Verträge unterschreiben. Ika wird sie aufsetzen und wird euch ein Exemplar für die königliche Familie mitgeben. Wir überreichen es euch morgen vor eurer Abreise. Ich ließ die Mädchen allein, damit sie die letzten Details klären konnten. Huanghua wies mich an, sie am nächsten Morgen in der Halle der Pforten zu treffen. Sie wollte wohl langsam schlafen gehen. Ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Der nächste Morgen brach schnell an und ich begab mich in die Halle der Pforten, um dort auf Huanghua zu warten. Wie vereinbart fand ich mich in der Halle der Pforten ein. Es waren sogar noch mehr Leute versammelt als bei Huanghuas Ankunft. Manche von ihnen weinten sogar. Zugegeben, ich habe auch ein Kloß im Hals. Oder mal ehrlich, Leute, ist doch keiner gestorben. Oder ich kann die Gefühlsduselei nicht ganz nachvollziehen. Aber sollen sie ruhig. Ich habe auch ein Kloß im Hals, weil ich sie echt gern mag. Als sie mich sah, bat Huanghua darum, mich durchzulassen. Verzeihung? Entschuldigung, bitte? Von wegen durchlassen. Ich fühle mich wie von einer vollgestopften
U-Bahn aufgefressen, wenn alle einsteigen wollen und man selbst möchte nach draußen. Hallo, Wanghua. Hey, Wuli. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, und du? Stimmt mich schon ein wenig traurig, euch verlassen zu müssen, zumal so viele erschienen sind. Aber ich habe leider keine Wahl, meine Arbeit hier ist getan. Nun muss ich nach den Überlebenden meines Volkes suchen. Das verstehe ich. Begleitest du mich noch zur Kutsche? Natürlich. Zur Kutsche. Verabschiede dich ist die Aufgabe. All diese Leute, die uns nachlaufen, das ist wirklich kräftezehrend. Entschuldigt mich, aber wenn ihr gestattet, würde ich mich gerne unter vier Augen mit meiner Freundin unterhalten. Einige von ihnen schienen mich mit ihren Blicken töten zu wollen. Ich bin wirklich froh, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Und dabei ist an mir doch gar nichts Interessantes. Oder gleichfalls. Oder ist mir sowas von egal. Was? Nein, gleichfalls, meine Süße. Du bist wirklich ein liebes Mädchen, ganz gleich, was du über dich denken magst. Was denke ich denn über mich selbst? Was wirst du als erstes tun, wenn du zu deinem Volk zurückgekehrt bist? Wir werden dann mit dem Wiederaufbau beginnen. Du ziehst wieder in den Tempel, der angegriffen wurde? Ja, ich will nicht, dass Angst mein Volk in irgendeiner Weise einschränkt. Das ist mir klar, aber befürchtest du keinen Widerstand unter den Finwangs? Nein, meine Kameraden sind einer mutiger als der andere. Zusammen bewältigen wir das. Ich werde lediglich meine persönlichen Pläne hinten anstellen müssen. Wie was zum Beispiel? Meine Ausbildung zur Phönix. Kannst du die nicht fortsetzen und Feng Sifu mit den Verwaltungsangelegenheiten beauftragen? Oh nein, diese Dinge fallen in meinen Verantwortungsbereich. Eine Phönix vernachlässigt niemals die Seinen. Das widerspräche schlicht und einfach seiner Natur. Verstehe. Naja, dass du deine Ausbildung zurückstellen musst, heißt ja nicht, dass du sie an den Nagel hängst. Ganz genau. Ich beende, was ich angefangen habe und das solltest du auch, meine Liebe. Wovon redest du? Ich rede von all den Dingen, die dir zugestoßen sind. Alles, was du durchmachen musstest. Dieses Mädchen trifft mit ihren Worten einfach immer ins Schwarze. Gib nicht auf. Niemals. Es ist, wie wir sagten. Zufälle gibt es nicht. Ihr seid alle so lieb. Sag mal, wie genau läuft so eine Ausbildung zur Phönix eigentlich ab? Oh, es gibt verschiedene Prüfungen, die ich bestehen muss. Wenn ich alle meistere, wird mir der offizielle Titel verliehen. Ach so, dann wirst du nicht automatisch ein Phönix. Oh nein, ehe ich Phönix werden kann, muss der derzeitige Inhaber des Titels sterben. Oh, das tut mir leid. Oh, das muss es nicht. So ist das Leben nun mal. Eines Tages sterben wir alle. Ja. Unwillkürlich musste ich an das Gespräch mit Nevra Valkyrn und Isaril neulich Abend denken. Neulich Abend? Ich weiß gerade nicht mehr so genau, was da passiert ist. Aber ist auch, glaube ich, nicht schlimm. Und was geschieht, wenn der derzeitige Phönix stirbt, bevor du alle Prüfungen absolvieren konntest? Oh, bisher ist das noch nie vorgekommen. Manche glauben, dass die Phönix-Dynastie dann aussterben würde und da Phönix das Symbol für den Kreislauf von Tod und Leben sind. Wäre das der Beginn der Apokalypse? So ungefähr. Wie schön, dass du das lustig findest. Das ist ja krass. Nein, es gibt sehr viele Anwärter und Lehrlinge, also wird dieser Fall wohl nie eintreffen. Oh, ich hoffe jedenfalls, dass es nur ein Aberglaube ist. Weißt du, ich habe schon haufenweise Gerüchte über die besonderen Fähigkeiten von Phönixen gehört. Hier in Eldaria ebenso wie in meiner Welt. Über welche Kräfte verfügen die Angehörigen deines Volkes wirklich und die Phönixe insbesondere? Oh, du stellst vielleicht Fragen. Was für Gerüchte hast du denn gehört? Dass Phönixe aus ihrer Asche wiedergeboren werden, dass Phönixe 500 Jahre alt werden oder man sagt, eine Phönixträne könne so gut wie alle Verletzungen heilen, selbst Tote wieder auferwecken. Nee, das mit der Asche. Aus ihrer Asche wiedergeboren werden?
Ja, in meiner Welt erzählt man sich, dass ein Phönix, wenn er fühlt, dass sein Ende gekommen ist, er in Flammen aufgeht und stirbt, dann aber aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht. Und es stimmt fast. Wie das? Wenn ein Phönix stirbt, versammeln wir uns zu seinen Ehren und verbrennen seinen Körper, damit er eins mit dem Universum werden kann. Dann verstreuen wir seine Asche in alle vier Himmelsrichtungen. Anschließend wird der neue Phönix dem Feuerritual unterzogen. Dem Feuerritual? Ja, zusammengefasst, beim Fest des Feuervogels tanzt er in den Flammen und wird so offiziell zum neuen Phönix. Dem einzigen Phönix. Das zu sehen ist bestimmt beeindruckend. Oh, nach allem, was ich gehört habe, ja. Hast du es denn nie gesehen? Oh nein, als der aktuelle Phönix sein Amt angetreten hat, war ich noch nicht geboren. Ach so. Aber du selbst hast keine besonderen Kräfte. Doch. Und welche? Oh, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären sollte. Also, wenn jemand für einen anderen starke Gefühle hegt, dann kann ich das spüren. Kannst du das etwas näher ausführen? Es ist doch so, wenn jemand dich wirklich liebt, dann blüht er auf in deiner Gegenwart und so etwas kann ich wahrnehmen. Ah, verstehe. Das heißt, sie hat das auch bei Nevra gemerkt? Nun, da wären wir. Oh, sie ist ja rot, wie süß. Ja, alle waren bereits versammelt. Wonghua trat auf mich zu und schloss mich in die Arme. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ist das eine Prophezeiung oder sowas? Nein, nein, ein guter Wunsch. Miiko, meine teure Freundin, ich danke dir herzlich für den wunderbaren Empfang, den du uns bereitet hast. Oh, keine Ursache, das ist doch selbstverständlich. Außerdem danke ich dir schon jetzt für eure Hilfe beim Wiederaufbau unseres Tempels. Ich will ganz offen sein, für das Weiterbestehen unserer Garde und für unsere Verhandlungen mit anderen Völkern sind gute Beziehungen zu den Fenwangs absolut essentiell. Fräulein Fenghua, eure Kutsche steht bereit. Fenghua verabschiedete sich von allen Anwesenden einzeln, schüttelte einen nach den anderen die Hand und umarmte alle, die es wünschten. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Es sah ganz so aus, als hätte Israel mit einem gewissen Fenwang Freundschaft geschlossen. Die beiden waren einander aber auch erschreckend ähnlich. Ich hatte nur wenige Worte mit Sifu gewechselt, doch das hatte schon gereicht, um ordentlich von ihm genervt zu sein. Oh, nun komm schon, du musst zugeben, dass er ein cooler Typ ist. Ach, und Wuli? Ja? Erinnerst du dich noch, was ich dir vorhin übers Aufblühen gesagt habe? Natürlich. Naja, sie trat dicht an mich heran. Ich kann sehen, wie mehrere Seelen erstrahlen, wenn du anwesend bist. Was? Und dann leb wohl, Wuli. Wanghua! Sie stieg in ihre Karosse und fuhr davon. Ihre letzten Worte ließen mich über die Maßen verstört zurück. Wenn die Gerüchte über ihre besondere Fähigkeit also wahr waren, von wem hatte sie gesprochen und vor allem, warum hat sie es mir gesagt? Es gab noch so vieles, das ich über diese Welt nicht wusste. Was mich wohl noch alles erwartete? Und damit ist Episode 11, ein legendärer Besucher, zu Ende gegangen. Und diese Episode war wirklich extrem interessant. Wenn auch lang, aber ich fand sie wirklich gut. Es hat mir sehr viel Freude bereitet mit Wanghua. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Also sie ist in meinen Augen eine schon echt richtig gute Freundin geworden, obwohl das nur 2 Tage waren, die man mit ihr hatte. Aber ja, ich bin echt ein ganz klein bisschen begeistert. Und das Bild am Ende mit ihr haben wir ja doch bekommen. Also gab es noch irgendein anderes. Ich hoffe nicht mit unserem Schwarm, was ich verpasst habe. Aber naja, vielleicht konnte man die Bilder ja auch gar nicht gleichzeitig bekommen. Das kann auch sein. Okay, meine lieben Ananäschen, damit wäre Episode 11 beendet. Und ich kann es euch noch nicht versprechen, aber es wird demnächst auf jeden Fall wieder Videos geben. Also, meine lieben Ananäschen, einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.